Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris Staffel 2, Folge Schlag mich tot gegen das Gigaschiff mit Tani Hi. und mir. Ja, und Blub, guck jetzt zu mir, wie meine Schiffe geschreddert werden, meine 210K-Flotte. Das würde ich niemals sagen. Nein, überhaupt nicht. Jedenfalls nicht, wenn die Aufnahme an ist. Schändler. Na, komm, leg los. Also, ich kann das Soll ja ich auch. langsam mal laufen lassen, oder? Ah, schon okay. Boah, sie nähern sich. Stopp, Ich habe stopp, auch stopp, nur stopp, stopp. jetzt. Stopp, stopp, stopp. Umdrehen, wie sie umdrehen. Oh, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Die kommt. Feuer frei. Alles feuern. Alles feuern. Feuert. Boah, boah, boah. Die kriegt ja gar keinen Schaden. Das funktioniert überhaupt nicht. Na los, Holz, zieh weg. Die kann nix. Oh, oh. Habe ich da einen Millimeter Schildverlust gesehen? Das ist unfair. Oh Gott. Wieso haben die gesagt, ich schaff das? Ob die doof das sind? Das wusstest du niemals! Ob die doof sind? Alter! Ja, okay, ich flieg bei mir nicht rein. Definitiv nicht. Obwohl, warte. Wobei, du. Warte, doch. Wobei? Ja, schon irgendwie. Eieiei. Du hast die Schilde halb down. Schon irgendwie, aber mit extremen Verlusten, ey. Ob ich das schaffen kann? Du hast halt gleich schon die Hälfte verloren, ne? Und Schilde von dem Ding stehen immer noch ziemlich gut. Nein, mache ich nicht. Ui, das war ein Schlafprobiss. Das bringt mir nichts, wenn ich das auf Krampf versuche. Da brauche ich mehr Flotte. Das brauche ich. Was brauchst du? Das schwarze Loch kann ich dann hier observieren. Du kannst wieder schneller laufen lassen. Ich will meine Schiffe wieder Ach so, haben. Ja. Ich will meine Schiffe wieder haben. Oh, ist das bitter. Okay. Die Dreadnought ist schon noch ein bisschen deftig. So, ein bisschen. Ich rüste die Flotten aber gleich wieder auf. Dass die ja nicht denken, die könnten was machen. Die anderen. Das war heftig. Ja. Und hat auch ein bisschen weh. Ein ganz bisschen. Aha. Wirtschaftspakt gebrochen. Oh, das ist jetzt aber. Das tut mir jetzt aber leid. Es wird mich sehr hart treffen. Wo sind meine Schiffe? Ach, da. Da sind sie wieder. Ach, Gott sei Dank. Knowledge is the key to the universe. Oh, ich hab ganz schön verloren, ey. Eine Flotte. Hallo? Okay, zack. Ich rüste meine Flottenkleider so wieder auf hier. Construction completed. Was haben wir denn hier? Das. Okay, Moment, erstmal zurück zu den Flotten. Was
das war mal hier ein bisschen jetzt auf die Planeten auf. Ich hoffe, das geht irgendwann. Jetzt kann ich gleich wieder draufklicken. Das geht irgendwann von alleine weg, bestimmt. Was geht von alleine weg? Ja, ich habe so ein paar kleinere Probleme auf meinem Planeten. Kleinere Probleme? Aber diesmal passe ich auf und versuche, das in den Griff zu kriegen. Zack. Na komm. Achso, geht nicht mehr. Ah, fliegst. Dann bitte dahin. Schiffe. Zwei Kreuzer noch dazu. Ich mache jetzt 153 Legierungen plus. Research concluded. What? Und das ist nicht genug. Und das ist das Traurige. Es ist halt einfach nicht genug. Also meine Wirtschaft sieht momentan so aus. 148 Energiecredits, 187 Mineralien, 130 Nahrung, 64 Konsumgüter, 153 Legierungen. Das, ja, du hast halt viel mehr Planeten wie ich, das, da komme ich halt kein Stück hinterher. Das ist meine Wirtschaft momentan. Oh, da könnte man das auch erweitern. Interessant. Was brauche ich jetzt nicht? Das wäre allerdings was nicht verkehrt, wenn ich das mache. Ja, Pilzkuh City, ich mach da schon noch was, ey. Pilzkuh City? Ja, da habe ich eben vielleicht eine nicht ganz so smarte Entscheidung getroffen, aber. Immerhin. Nochmal zwei Zerstörer dazu. Noch eine kleine Korvette. Wenn ich das jetzt zum Beispiel. Wo diese Polizeiwache? Eine Polizeiwache ist nicht verkehrt. Ersetzen wir das doch mal, weil ich habe mehr als genug Wohnraum. Oder? Habe ich genug? Aber oh shit. Nee, hab ich gar muss, nicht. Eieiei. Ich muss sagen, was man doch merkt, wir haben keine Desyncs. Das ist richtig. Das Ding kann ich doch eigentlich setzen. Ich baue doch jetzt gar keine Roboter mehr. Okay, die Dreadlord war echt bitter. Ich wollte, sie hielt sich sogar noch. Die Dreadnought hielt sich noch. Ja, natürlich hielt sie sich. Ui, also habe ich schon so viel Schaden gemacht, dass ich immer noch hielt. Ich bin stolz auf mich. Wow. Dann darf er auch mal stolz auf sich sein. Ja, finde ich auch. Recht. Das habe ich ja nur nicht ganz verkehrt gemacht, wenn sie sich immer noch hielt. Aber ist ja schon ganz gut. Hm? Achso, das ist. Die fliegt ja weg. Guck mal, die Welten gehen doch eigentlich. Ah, es wird automatisch aufgefüllt. Okay, sehr geil. Okay, komm jetzt. Schlachtschiffe, bitte. Nein! Ich krieg auch per Tu keine Schlachtschiffe hin. Ich bin jetzt bei verbesserte Trägergeschwader. Ja, das sehe ich hier auch gerade. Das ist. Oh, das mache ich gerade. Ich habe keine andere Wahl. Ich mache was anderes Kleines. Ich mache dann halt auch gezielt kurze Sachen. Ja, ich auch. Ich versuche Hoffnung auch. Halt. Ja, ne? Genau. Das versuche ich auch, aber das funktioniert irgendwie nicht. Das Spiel weiß das und macht genau dann das, was du nicht brauchst. Ja, das ist echt so eine Sache an Stellaris. Wieso gibt es ja keinen festen Tech-Tree? Dritter Würfelwurf, by the way. Gott, Gott, Gott. Wieso gibt es ja keinen festen Tech-Tree? Das gäbe halt auch viel mehr Spielraum für
ne, für irgendwelche Strategien oder so. Ja. Für so Notfallstrategien, wenn alles verloren scheint. Nee, oder halt, dass man mal sowas wie bestimmte Build-Order spielen kann. Das geht hier halt gar nicht. Boah, ich brauch mehr. So. Ja, läuft. So. Noch ein paar Schiffe davon. Ich habe in dem Trupp auch einiges an Korvetten. Das sollte also passen. 24 Stück. Boah, aber ein paar weitere Kreuzer, so ein paar können ja nicht schaden. Was ist jetzt passiert? Hä? Jetzt habe ich eine Meldung gekriegt, dass mein Habitat fertig ist und ich kolonisieren kann. Das ist schon lange kolonisiert. Ich sehe sogar eine grüne Welt noch. Hä, da ist eins noch nicht kolonisiert. Aber hä, ich habe doch... Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Wo ist denn jetzt hier? Du hast aber kein Desing, oder? Nein. Helle. Ach, ich habe ein drittes gebaut. Alles klar. Fällt mir gerade auf. Habe ich vergessen. Nein, ich habe kein Desing. Alles gut. Habe ein drittes gebaut. Das habe ich gesehen. Mein drittes ist bei 67%. Sehr gut. Aber die Habitate, finde ich, bringen nicht ganz so viel. Nee, aber ist ja auch nicht so krass wie ein Planet. Also ist schon... Ja, ist schon okay. Aber es bringt ein bisschen was. Vor allen Dingen bringt es Pufferzeit, wenn die Endgame-Krise nicht dran vorbeikommt. Wow. Fleischschilde. Hashtag Fleischschilde. So. Das wird, hab ich hier 10k zusammen. Mir ist gerade so ein Gedanke gekommen. Was denn? Wenn es da draußen so ein junges Volk, sag ich mal, gibt. Wir Menschen gehen natürlich davon aus, ja klar wollen die wissen, was da oben ist, was in den Sternen versteckt ist, sag ich mal, aber warum? Also ja, wir denken so, aber... Nö, das muss nicht sein. Kann nur sein, wenn wir das Volk finden würden, dass wir sehr herzlich empfangen werden. Weil die das gar nicht wollen. Ja, oder warum sollte man sich zwangsläufig, also klar, ja, in der Natur, so wie wir sie kennen, ist es halt immer so größer werden, wachsen, expandieren. Aber ja, das ist vielleicht nicht. Ist es ja, vielleicht entwickeln sich ja andere nicht so. Ja, ja. Dass man nicht unbedingt da raus möchte. Wer weiß, wer weiß. Moment, das wollte ich nicht, aber hier. Hä? Nein! Es geht trotzdem nicht, verdammt. Okay, das passt schon mal. Da ist noch ein bisschen Platz. Ich kann so langsam bauen, es ist so nervig. Achso, da geht es gar nicht weg, schade. So. Jawohl, ich bin jetzt bei 100. 100 Legierungen? Oh, Flotte. Achso. Was ich aufnehmen kann. Schön. So, bei Legion bin ich bei plus 89. Kann ich die Kuratoren jetzt zusammenscheißen, weil die mich belogen haben?
Die sagen doch bestimmt, ja, dann hättet ihr besser kämpfen, das ist doch nicht unser Problem. Wir hätten gewonnen. Die synchronisiert. Country Resources. Also für irgendeinen Planeten die Ressourcen oder was? Oder im Markt wahrscheinlich. Hast du gerade irgendwas im Markt gemacht? Nein, ich habe gerade das Fenster für den Handel mit den Kuratoren eröffnet. Dann das. Das ist dummes. Ciao. Aber hat sich ziemlich lange gehalten. Ja, das hat sich echt lange gehalten. Die Frage ist weitermachen, bis es nicht möglich ist. Weiß ich nicht, also. Vielleicht sehe ich die Endgame-Krise jetzt, bevor du sie siehst. Wir können ja mal weiterlaufen lassen, aber sobald bei dir irgendwas ist und wenn die Folge dann noch 20 Minuten lang ist, dann ist es halt so. Dann müssen wir also halt kurz mal neu reinjoinen. Ob du weiterspielen kannst. Ja, wir müssen halt zur Not kurz neu joinen, das ist ja nur. Ja, kurz, das dauert erst mal 10 Minuten oder so. Die Folgen haben da eh immer alle Überlänge, ich meine. Ja, das braucht man doch da nicht mit aufnehmen, oder? Hey, dafür jetzt erst die Folge cutten. Da labern wir irgendwas dabei. Ja. Da besteht die Folge nur aus dem Ladebildschirm. Ach, oder was? Quatsche. Aber du musst trotzdem wieder hosten, weil ich habe jetzt die kaputte Welt. In dem Moment, wo ich ein D-Sync habe, habe ich die kaputte Welt. Ja, musst entscheiden, du. Wenn wir neu joinen, dann joinen wir neu, wenn nicht, dann nicht. Nö, wir können ja erstmal laufen lassen, mal gucken, wenn es so richtig krass wird. Wenn meine Wirtschaft jetzt ohne Grund einfach katastrophal absackt. Ja gut, dann, ja. Aber das ist nicht der Fall. Noch nicht. Ich habe auch ein Kolonisationsschiff gebaut, vielleicht deswegen. Vielleicht. Vielleicht ist es deswegen. Das wird sich gleich zeigen, denn das Kolonisationsschiff ist gleich am Habitat. Ja, mein Habitat ist broken. Ich kann mein Habitat nicht kolonisieren. Nee, mein Habitat ist broken. Dann pausiere ich und speichere. Ja, brauche ich jetzt nicht speichern eigentlich, ne? Nee. Das hier überschreibe ich mal. Und ich mache nochmal einen extra Speicherstand. Ich warte noch kurz, bis du fertig bist mit Speichern, bevor ich rausgehe. Ja. Okay. Achso, soll ich dich dann. Also, muss ich auch raus oder soll ich dich da einfach wieder einladen? Du musst nicht raus. Warte, ich beende kurz Partie und du okay. Kannst mich gleich einladen. Jetzt kannst du mich einladen. Also, muss ich jetzt erst auf weitermachen oder? Ja, kannst du. Dann läuft es, glaube ich, kurz weiter, oder? Aber ich weiß nicht, ich müsste testen. Sonst musst du ich drück nochmal auf Speichern. Das speichere ich jetzt halt nochmal. So, noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Zack. So, kannst du mich einladen? Dann müssen wir synchron sein und dann. Ja. So. Da kommt die Anfrage. Jetzt sieht man bei mir zum ersten Mal, wie das aussieht. Tatsächlich, ja. Ja. Verbinden. Warte auf Zustimmung des Hosts. Die Hot Join-Anfrage. Was ist da wieder los? Liebe Zuschauer. Es ist eine heiße Anfrage. Bin Sie jetzt 6x die 6 für diese Hot Join Anfrage. Wow. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt wirklich 6x die 6 drücke und auf Wählen drücke? Würde ich da echt irgendwo rauskommen? Gibt's das? Keine Ahnung, musst du mal probieren. Soll ich mal ausprobieren, live in der Folge? Nein, ich mach's nicht. Nachher kostet das 20 Euro, diese Konose. Das kannst du aber probieren. Das wär bestimmt mega. Das wäre mega lustig. So als neues Projekt. Das ist überhaupt nicht mega lustig, wenn mein Konto leer. Nee, das ja nicht, minus anrufen. Nur mal gucken, wer rangeht. Das ist genau. Beatrice von Schlangenhausen. Boah, was? Was? Die Namen, wo hast du die jetzt her? Kennst du die etwa? Hab ich mir gerade ausgedacht. Ja. Schon klar. Oder Günther Eckhardt nimmt ab. Günther Eckhardt.
Der Name, wow. Du kannst auch machen, so random Nummern einfach eintippen und guck mal, wie du rauskommst. Konnichiwa! Das wäre irgendwie schon mega witzig. Immer 34%. Kommst du irgendwo in den Hügeln von Schottland raus oder so? Ja. Oh well, I'm a British guy, man. Ist klar, ist irgendwie eher wie Texaner. Ja, irgendwie schon. Das ist ja auch schon lustig irgendwie. Das gibt's safe schon. Das habe ich schon safe irgendwelche YouTuber gemacht. So, weil es witzig ist und mit so. Mit Sicherheit. Aha. Solche Prank-YouTuber da. Hat das safe schon gemacht. Nein, blub, auf so ein Niveau geben wir. Ne, das lassen wir uns nicht herab. Wir sind nur die kleinen Let's Player. Wir zocken lieber. Also das ist viel schöner. Ach ja, der Ladebildschirm, ne? Ja, den habe ich so noch nicht oft gesehen. Das zweite Mal, dass ich den überhaupt sehe. Das ist schon interessant, ne? Ich könnte ja vielleicht in der Zeit des Ladebildschirms eine kleine Anime-Empfehlung aussprechen an alle Zuschauer. Das kannst du gerne tun. Ich finde es übrigens faszinierend, wie der Planet hier im Hintergrund explodiert. Also wie die Teile so auseinanderdriften. Was? Achso, was explodiert bei dir? Im Ladebildschirm, also dieses Planeten mit der Megawaffe in der Entfernung. Ja. Ich finde das faszinierend zu sehen, wie das animiert ist und diese Teile da wegdriften. So irgendwie, das langsam auseinanderbricht. Faszinierend. Etwas so Schreckliches kann ja auch so faszinierend aussehen. Ja, solange man nicht selber darauf lebt. Das ist wahr. Deine Anime-Empfehlung wäre? Ein richtig geiler aktueller Anime, der wirklich steil geht und der wirklich eine unglaublich gute Story hat. Aus dem wahrscheinlich aktuell sehr bekannten Isekai oder Ixai-Genre. Ich weiß nicht genau, wie man das Genre ausspricht. Mhm. Das ist das Genre, wo auch zum Beispiel Overlord draus ist. Mhm. The Rising of the Shield Hero. Richtig, richtig geil. The Rising of the Shield Hero. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Das ist echt ein richtig starkes Stück. Okay. Muss ich mir mal bei Gelegenheit angucken. Muss ich mal reingucken. Ich habe ja neulich auch, ich war ja eigentlich ziemlich lange etwas abgeneigt gegen die Plattform Crunchyroll. Kenne ich nicht, nie gehört. Aber da sie halt wirklich, ja, die größte Anime-legale Plattform, wo man halt gucken kann. Crunchyroll? Muss ich mal aufschreiben. Weil sie halt wirklich, wenn es nicht gerade die aktuellste Folge ist, kann man da wirklich alles legal gucken. Das ist doch jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht. Ich habe mir da zum Beispiel den Anime ReZero angeguckt. Einer meiner absoluten Lieblingsanimes, muss ich sagen. Also die Seite lohnt sich vielleicht doch tatsächlich. Interessant. Alle Spieler sind da. Spiel wird synchronisiert. Jawohl. Ja, bis ich jemals gesehen habe. Ich verstehe, warum sich sehr viele da aufhängen, aber Leute, ey, komm. Die Goblins verkörpern nicht irgendwelche Social Justice Warrior-Scheiße oder so. Ich mag den Hauptcharakter. Der finde ich irgendwie cool. Oder seine Maske. Boah, Goblin Slayer war so geil, ey. So. Ich speichere jetzt auch nochmal. Da ist auch wirklich in jeder Folge richtig viel passiert. Joa. Schon. Boah, es gibt so viele gute neue Animes. So, für mich kannst du weiterlaufen lassen. Well. Soll ich vielleicht wieder auf Mittel gehen, oder? Ja. Ich gucke jetzt mal, ob ich jetzt das kolonisieren kann. Okay. Ich habe auf Mittel gemacht. Ist vielleicht erstmal besser so. Hey Leute, der Planet kolonisiert doch schon. Aber mein Schiff steht daneben. Ja, vielleicht hast du denselben Verdopplungs wie ich hier hatte. Ich hatte dann ja auch plötzlich zwei für einen. Ja gut, dann kann mein Schiff hier warten. Vielleicht finde ich demnächst noch ein Habitat hier rumfliegen. Könnte ja passieren, durchaus. So, die Habitate spawnen ja hin und wieder mal. Ja, zum Beispiel hier könnte gerne ein spawnen gleich. Dafür braucht ihr auch noch ein bisschen mehr Einfluss. So, ich hole langsam meine Flottenkapazität auf. Ich bin dran, meine Flottenkapazität aufzuholen.
jetzt vielleicht. Kommen Sie jetzt. Kommen Sie jetzt. Nein. Was? Was? Wir kommen nicht. Wer kommt wohin? Was? Ach, da mache ich halt erst die Nano-Legierungsgießerei. Es sind keine Schlachtschiffe dabei. Ja, bei mir dauert es noch 5 Monate, dann kann ich was Neues auswählen. Ich bin gespannt. Aber warum gibt es keinen festen Tech-Tree? Ja, das wäre auch... Gibt es auf jeden Fall einen Mod? Tech-Tree? Möglich? Klingt plausibel. Könnte... Vielleicht... Müssen wir mal gucken, ob es da sowas gibt. Tech-Tree. Gibt's bestimmt. Der Tech-Tree-Mod. Ja, gibt's garantiert. Das gefällt mir jetzt sehr gut an Civi. Ich mache ja aktuell, wobei, wenn die Folge rauskommt, ich habe eine kleine Tutorial-Reihe produziert von 3 Videos. Oh, sind die schon raus? Und ja, zum Zeitpunkt dieses Videos schon lange. Okay. aus unserer Perspektive kam heute die erste Folge und die anderen kommen dann auch die nächsten Tage. Oh, da muss ich mal reingucken. Wo ich halt auch sehr auf den Tech-Tree eingehe. Ah. Ja, wie man halt so am besten startet, worauf man achten muss, was ich so mache, wie so meine Build-Order ist und wie man halt wirklich sich ganz gut was aufbauen kann. Okay, klingt cool. Ich lerne hier vom Meister, ja? Ich darf mit dem Meister zusammen spielen, Civi. Aloy, jetzt habe ich natürlich ganz viel Konische für gebaut, aber nichts für mein Habitat. Das ist natürlich super. Das ist unglück. Nein, also, Moment. Meister, nee. Ich bin kein Civi-Meister. Doch. Ich bin gut im Spiel, ich bin kein Ziel. Das sage ich auch explizit in den Videos. Ich wollte es eigentlich erst nicht Tutorial nennen. Aber so gut bin ich, glaube ich, noch nicht. Doch, du bist gut. So du kannst das. Wenn ihr sehen könntet, ja, wie der in privaten so Runden die alle wegschlachtet. Also. Stimmt doch überhaupt nicht. Stimmt doch wohl. Research concluded. Achtet. So. Und. Keine. Nein, wieder keine. Oh, das Alter. Keine was? Keine Schlachtschiffe, keine Megabauwesen. Nichts, was mir nützt. Schon wieder nur so. Na gut, Megabauwesen hat ja theoretisch noch Zeit. Ja, aber Schlachtschiffe, also. Schlachtschiffe, wir haben das ja extra weiter nach hinten versetzt. Ah, Alter. Ob die mit der Endgame-Krise so ein bisschen getriggert sind? Ach, das wäre unfair. Das wäre tierisch unfair. Weil wir spielen Stellaris. Ah. Schwierig. Okay, das sieht irgendwie cool aus. Trade Station. A new world has been colonized. Wie viel habe ich denn, ne? Ich habe noch keine. Okay, jetzt kann ich... Oh. Oh, bei mir ruckelt's leicht. Entschuldigung. Auch noch alles gut. Was kriege ich jetzt? Leichtungen gefüllt, in der Tat ist niemand. Oh lol, ich kann ja auch... Alles klar, wir bauen hier erstmal eine Station, dass ich jetzt erst... hier, dann nehme ich die 10 mal mit. Nice. 3. Und die nochmal. So. Oh, das war doch ganz okay. 12.000. So. Nochmal 5 Korvetten, dann ist die Flotte nämlich auch voll. Dann passt das nämlich auch schon mal. Dann würde ich eine neue Flotte beginnen. Ich pump mal gerade wieder einige Kreuzer. Jo. Pump mal Kreuzer.
voll die heldenhafte Musik, ey. Wer führt mit wem Krieg? Interessiert mich nicht, ich bin nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ich bin unschuldig. Die Obevenine, die haben auch eine 11K-Flotte hier rumfliegen. Die sind auch nicht zu unterschätzen, muss ich sagen. Habt ihr alle so viel? Warum du nicht? Nein. Ist die Frage, warum nicht? Ja, weil mein Limit gerade, ich bin dabei. Aber meine Wirtschaft gibt das halt noch nicht her. Die Planeten müssen halt jetzt erstmal alle entwickelt werden. Das Soul-System. Neptun ist aber sehr helle, Freunde. Hier fehlen aber ein paar Planeten, Freunde. Also, das ist nicht ganz richtig so. Wo sind die ganzen Zwergplaneten? Oh, Vesta. Wow. Juno. Okay. Pallas. Ceres. Die haben sie gut eingebaut. Okay, das finde ich cool. Pluto. Wow. Oh, das ist jetzt ein bisschen traurig. Oh, das ist jetzt echt ein bisschen traurig. Klop. Ja. Pluto ist ja nur noch ein Zwergplanet, ne? Ja, ist richtig. Guck mal. Aber das ist trotzdem böse. Guck mal ins Erdsystem. Such mal Pluto. Das ist trotzdem irgendwie ein bisschen böse. Das kleine Kolonieschiff losschicken, dann. So, und go vorne. Warte mal. Erdsystem, Pluto. Also ins Soul-System meinst ja, du? Ja. Wow! Das ist ein bisschen böse. Also, erstmal, das ist ja nicht mal mehr Zwerg, das ist ja ein Asteroid, ey. Das ist ein bisschen böse. Die sollen Pluto nicht so klein machen. Das ist schon echt ein bisschen hart, also. Ja, das ist echt böse. Das ist aber sehr fragwürdig, Freunde. Das ist sehr, sehr fragwürdig. Die sind alle voll böse. Okay, die zwei, die brauche ich für eine neue Patrouille. Oh, Forschung, komm schon, bitte. Ich brauche nur die richtige Forschung. Ich wünsche, man könnte das irgendwie mit Geld boosten, die Forschung, dass es irgendwie schneller geht. Plus 98 Legionen, vielleicht knack ich es noch. Was, die 100 Legionen? Ja. Oh, das wäre doch ganz cool. Ich habe 242. Ich habe zwar. Geht zwar nicht auf diese anderen Legierungsgießereien, aber ich kriege das so auch eigentlich auch ganz gut hin. Okay, dann Stadtdistrikt. 4, okay. So, Freunde, nächstes Habitat. Nein, geht nicht, warum nicht? Oh. Achso, ich habe gerade. Moment, das kriegen wir hin. So. Das so, passt. Nächstes Habitat. Schauen wir mal hier hin. Die strategischen Fleischschilde werden errichtet. Wow. Die strategischen Fleischschilde, das klingt auch überhaupt nicht böse. Wo hast du deine strategischen Fleischschilde? Ja, überall so ein bisschen, ne? Also. Im Trapsystem hast du einen Planeten kolonisiert. Wo hast du sie denn? Ich sehe sie gar nicht. In Rana steht eins, in Grokkan wird eins gebaut. In Undit
Eins. In Huntur steht auch eins, aber das, da ist das Kolonieschiff noch nicht da. Okay. Also es wird langsam. Es wird. Also ich sag mal so, meine Heimatwelt, Yggdrasil, wird eine harte Nuss. Da sind jetzt schon drei Habitate drin und ein Planet, die Heimatwelt. Ey, das ist ja genau. Nicht hier immer mal so eins. Nee, alle auf dem Fleck. In einem System so 15 Stück oder so. Die kommen nie durch. Also, ich kriege bis zuletzt hier Bodentruppen ohne Ende. Das wird schon. Ich baue erstmal meine Heimatwelt komplett mit denen aus, dass ich hier komplett alles habe. Also ich krieg vielleicht noch, kann gerade nicht gucken, vielleicht drei Habitate kriege ich noch in meine Heimatwelt, ins Heimatsystem rein, ins Yggdrasil-System. Achtung, gleich kommt der nächste Tick. Da könnte es wieder passieren. Ja. Oh Mann, ey. Hätten wir jetzt noch jemanden mit Diesing? Erbinde ich mich? Nostradamu könnten wir jetzt echt gebrauchen. Die gucken, was da auf uns zukommt. Nostradamu. Ich bastel dann später noch an dem Thumbnail. Das wird so mega witzig. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ah, ich denke schon. Oh, was wollen die? Mit Sicherheit. Das wird bestimmt mega cool. Ja, mal gucken, ob ich das mit dem Bart hinkriege von Nostradamu. Das ist nämlich schwierig. Nostradamu, ey, der Name. Ich hab ein ganz geiles Bild gefunden, wo so eine Kuh so um die Ecke guckt, so ein und da mache ich den Bart drum. Nostradamu. Das kommt voll geil. Bitte jetzt. Ach, immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Clans of Siedler, ja, schließt die Grenzen, macht sie auf. Ist mir doch egal. Ihr habt nicht mal eine Verbindung. Oh, Alter. Eine Verbindung. Mach mich kirre, ey. Oh. Was? Wir sind das Essen und sie sind die Jäger. Habe ich auf einem meiner Planeten. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Oh, nö. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Jawohl, 102 Legierungen. Scheiß auf die verbesserten Legierungsgießereien. Wir machen das einfach so. Wir knüppeln das hoch, ey, Freunde. Wie hieß hier... Oh Gott, wie hieß er gleich noch? Angsthase hier. Lobob, der nichts kann. Armin. Ja, genau, Armin. Der nichts kann? Ja. Wenn du den Manga weiterlesen gelesen hättest oder überhaupt gelesen hättest, der nichts kann, ja, würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Also ich bin nicht auf aktuellstem Stand, aber der kann einiges jetzt. Nur in Sachen Denken und Taktik, also Taktik oder kann er auch? Er kann sich ein bisschen vergrößern möglicherweise. Ach nee, er kann's auch. Oh, oh warte mal. Oh. Ja gut, das ist jetzt glaube ich auch für die Anime-Zuschauer. Ja, ein bisschen. Gerade. Soweit ist der Anime ja noch nicht. Fast. Oh, noch ein Spoiler, oh mein Gott. Wow. Oh, es wird immer schlimmer. Wenn ich jetzt noch sage, wer stirbt. Oh. Ich nehme mal an, die drei Hauptcharaktere nicht. Der Typ hat ja mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass eigentlich geplant war, dass er einfach alle ganz schnell sterben lässt. Warum das? Ja, weil er total Depri-Manga machen wollte. Wow. Aber man muss auch sagen, die Mangaka in Japan, die sind ja nur noch Maschinen. Der Typ, der den Attack on Titan-Manga macht, es gab eine Doku über den. Der hat quasi gar kein Leben mehr. Der sitzt von morgens abends nur am Zeichnen, Nachtschicht. Der, mit dem kannst du quasi gar nicht mehr sozial interagieren, hat irgendwelche Tagträume, also die sind ja so psychisch fertig, die das machen. Oh, das ist echt traurig. Also das sagen auch sehr viele Mangakas, wenn du das machst, dann ist der Manga dein neues Leben, du hast gar kein Privatleben mehr. Schlachtschiffe! Was? Der Manga dein neues Leben, Schlachtschiffe!
Oh, herrlich. Ja, ich hab Schlachtschiffe, ich erforsche sie. Voll gut. Kommen. Voll gut. Ja, aber das ist halt echt, das ist halt genauso, also die Japaner sind ja sowieso noch arbeitsverrückter als die Deutschen. Und also egal, ob du da halt nun Mangas machst oder halt Animateur bei einer Anime-Serie bist, es wurde mal so ein Animateur gefragt, was macht dir mehr Spaß, Dragon Ball oder One Piece? Er so, gar nichts, es ist ein Job und mehr sage ich dazu nicht. Wow. Also das ist echt nicht geil für die. Das sind echt Arbeitsbedingungen unter aller Sau. Okay, das ist echt traurig. Die arbeiten, arbeiten, arbeiten und haben halt kein Privatleben mehr. Ja, nee, das ist echt scheiße. Das tut mir leid, das wusste ich natürlich für die auch nicht. Ja, das ist eine ganz, ganz schlimme Szene, aber sie leben halt auch echt davon, also auch wenn sie es vielleicht irgendwann gar nicht mehr mitkriegen in ihrem Arbeitswahn, aber sie machen halt, also sie machen halt die ganze Welt quasi, genießt ja ihre Werke. Ja, das kriegen sie aber selber nicht mit. Serien. Nee. Also, ja, doch schon, glaube ich schon, weil sehr viele Mangakas machen das, was die Fans quasi auch dann wollen. Zum Beispiel der Attack on Titan-Typ, er hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Ja. Aber er ist wirklich auf die Community eingegangen. Sonst wären viel, viel mehr, viel, viel eher gestorben. Aber ich muss trotzdem sagen, also Aramin... Speziell, ja? Also ich muss trotzdem sagen, Aramin als Titan. Also, der müsste mich noch überzeugen. Nicht nur irgendeiner. Hä? Nicht nur irgendeiner? Spoiler, er ist der Colossal Titan jetzt. Also vielleicht mittlerweile nicht mehr, vielleicht ist er auch tot, ich weiß nicht. Warte. Chapter allen nicht der gelesen. Normale Colossal Titan oder der eklige, der halben Körper von der Wecker, der sich nur am Boden kriechend fortbewegt? Nein, der Berthold-Koloss-Titan. Was? Okay, jetzt ist der Anime ja echt kacke. Das müsste eigentlich sogar am Ende von Staffel 3 passieren. Weil Staffel 3 hat ja einen zweiten Part, habe ich gesehen. Das müsste da eigentlich passieren. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir das nicht mehr angeguckt dann. Ja, der ist ja auch noch nicht draußen. Also, gut, dann habe ich das zweite noch nicht zu Ende geguckt. Alles ist Dibri. Hallo? Freust du dich nicht für Armin? Er kann was? Das ist ja das Traurige. Er kann es immer noch nicht. Weil er halt immer noch Armin ist. Er hat, ja, er hat eine etwas ungünstige Rolle, sagen wir es mal so. Aber wenn ich das sage, dann bist du total Dibri wahrscheinlich. Okay, komm, hau raus. Jetzt ist eh egal. Das war ein sehr harter Moment für mich. Okay, was? Sag's einfach. Commander Erwin Smith, also ich sag mal so, ihm geht's nicht mehr so gut. Warte. Also, warte mal. Du musst eigentlich voll die Spoilerwarnung in diesem Video dran schreiben. Können wir ja machen, ist ja kein Problem. Also. Hat Armin Erwins Rolle und Position eingenommen? Nee, aber, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile so ist im Manga, aber naja, er ist halt der Stratege von den dreien, also es wird schon so angedeutet, auch wenn er jetzt nicht der Nachfolger ist, um Gottes Willen. Und wieso geht's Erwin nicht so gut? Weil er tot ist. Ja, der Anime war für mich jetzt mit Erwin schon scheiße, also scheiße geht nicht. Das bestätigt das gerade nur irgendwie total. Ich mag, es ist mir... Ganz ehrlich, Armin ist so, er müsste mich erst wieder überzeugen, der Charakter. Nur wegen Armin würde ich jetzt nicht sagen, wenn aber Armin anfängt, immer mehr eine tragende Rolle und eine wichtige Rolle zu spielen, wo er immer mit präsent ist. Er ist ein Hauptcharakter, natürlich macht er das. Ja, das ist schon kacke. Das ist schon kacke, das ist ein Hauptcharakter. Ich weiß nicht, ich mag den Charakter von Armin überhaupt nicht. Gar nicht. Ach, ich weiß wirklich nicht, warum. Es war von Anfang an, als ich das erste gesehen habe damals, den Anime, als es anfing, da fand ich noch okay. Das war noch okay. Und dann kam so ein Punkt, ich weiß nicht mehr, wo der Punkt war. Er saß ab einem gewissen Punkt nur noch in der Ecke und hat geheult, weil er nichts kann und er ist doch so scheiße und lass ihn doch fressen. Bis zu dem Punkt, wo ich sage, ja, lass ihn doch einfach fressen. Da war so, ach nee, keine Ahnung. War das nicht schon Staffel 1? Ja.
Aber. Nee. Deswegen, das war irgendwie so, keine Ahnung, das war so übertrieben, so. Ich meine, die anderen zwei haben ihn ja schon ständig aufgemuntert und haben ihm geholfen. Fertig. Ja, die anderen zwei haben ihn trotzdem, mussten ihn noch stellen. Die anderen zwei waren genauso fertig, halt mit sich selbst zu kämpfen. Und haben ihn aber noch aufbauen müssen. Weil er gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Wie es denn zu ihm geht, hat okay, das auch gefragt. Also er zumindest nicht. Nö. Toll. Ja, super, ich mag den einfach nicht, den Charakter. Ich kann es nicht ändern. Der ist so, keine Ahnung. Ich meine, hätte er einen Moment mal gesagt, kurz nachgedacht und so, wie geht's denn meinen zwei Freunden? Nee, gar nichts. Aramin geht's nicht gut, hockt sich in der Ecke und heult. Alle müssen ihn jetzt trösten. Oh, nee, sorry. Der Charakter ist einfach, nee, der geht nicht. Jetzt hat er noch Titankräfte. Boah, super. Dann sitzt er ein riesengroß irgendwo in der Ecke und heult rum. Nö, also er ist schon recht, ja. Selbstbewusst. Oha, hat er es in der Kiste gefunden oder was? Nee, ich mag den Charakter einfach nicht. Ich meine, da müsste er mich echt mega krass irgendwie überzeugen jetzt, das im Nachhinein. Ich meine, ja, für dich ist der Anime eh gestorben, als herauskam, wo die wirklich sitzen, sag ich mal. Ja, wie die Welt aussieht. Als du mir das gesagt hast, das war so, jo, kennst du noch einen guten Anime? Das war so durch dann. Ja, wir müssen echt in das Video wahrscheinlich eine fette Spoilerwarnung oder so ranschreiben. Ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Jetzt pumpe ich hier so viel Flotte, dass ich im Minus bin. Ups. Ja, gut, ne? Ja, passiert. Ja, vielleicht sollte ich doch mal hier was mit dem Erlass mal wieder machen. Oh, kann ich nicht. Ja, schwierig. Freunde, wir brauchen einen besseren Energiesektor. Was haben wir hier? Obwohl, nee, warte mal, das brauche ich gar nicht erweitern. Da würde ich eher... Oh, leck! Tut mir leid, tut mir leid. Ich hab ein Gebäude abgegradet. Ich bin total böse. Es tut mir sehr leid. Was ist ein Gebäude abgegradet? Das geht aber so nicht. Nee, ich weiß. Ich fühle mich auch total schlecht gerade. Ich habe überall grüne Planeten. Wo kommen die jetzt her? Habe ich irgendeine neue Spezies in meinem Reich, die mir das gerade ermöglicht? Was ich nicht will. Davon mal abgesehen. Construction completed. Warte. Wie gucke ich da am besten jetzt? Ich weiß, wie ich gucke. Was haben wir denn hier? Sternbasenkapazität. Genau, ich guck mal. Oh oh. Lol. Was? 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 Wo kommt die jetzt alle her auf einmal? Hat sie mir irgendwas resettet? Meine ganze Spezies wieder irgendwie. Kolonisation verboten? Nee, hä? Vielleicht noch Nachwirkung vom D-Sync oder so? Das wäre echt creepy, wenn es so wäre. Auf null. Wir haben übrigens schon 4 Würfelwürfe hinter uns. Eindruckend. Und noch nichts ist passiert. Das ist wahrlich beunruhigend. Okay, hier geht's noch, da geht's auch noch. Das sind die Menschen. Nicht fühlend, okay. Ja, passt. Kommen wir hier mal was Neues. Wie geht's eigentlich deiner Dreadnought? Ja, ist mir egal. Die ist doof. Ja. Die hat aber immer noch Damage. Ey. Sie hat noch 90,8% des Lebens. Also sie kann sich scheinbar nicht mehr ganz regenerieren.
Ja. Da habe ich doch Schaden gemacht. Das wäre natürlich gut zu wissen für mein Ding. Wow. Ja, Blub, aber die Folge ist wohl auch schon wieder zu Ende. Ja. Leider, leider. Aber wir sind der Endgame-Krise einen großen Schritt näher gekommen. Ja, also wir werden sie vermutlich irgendwann in den nächsten Folgen zu Gesicht bekommen. Und dann werden wir schreiend diese Staffel beenden, wenn es die Maschinen sind. Wir werden schreiend gewinnen, nämlich Jubelschreie. Ja, das sehe ich auch so. Mit einem Auge. Und in Staffel 3 werden wir jeweilig verrecken. Ja, wahrscheinlich, weil es auf 5,0 geht. Oh Gott, wenn wir das Ding gewinnen, dann geht es echt auf 5,0. Oh Gott. Also, es kann auch 4,5 sein. Ja, bei unserem Glück wird es 5,0. Wer hat schon in der Staffel jetzt zum Glück? Das war nicht besser. Glück. Aha. Wegen der Midgame-Krise oder was? Aha. Das war kein Glück, das war Können. Ja. Also nicht von mir, aber. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Die Endgame-Krise ist noch was anderes als die Midgame-Krise. Und ich habe übrigens ein Schiff platt gemacht, dann haben die kapituliert. Das war. Also ich erforsche gerade Schlachtschiffe. Ja, ich noch nicht. Und meine Wirtschaft kann sie gar nicht tragen und ich pumpe trotzdem weiter. Wow. Da gib mir was ab. Ich kann's tragen. Wie sieht denn deine Wirtschaft aus? Auch, wenn sich meine Planeten mal alle entwickeln. Wie sieht denn deine Wirtschaft aus gerade? Minus 50 Energiequedits. Wow. Plus 297 Mineralien. Plus 99 Nahrung. Plus 7 Konsumgüter. Und plus 112 Mineral. Also die Legierung, das meine ich. Meine Wirtschaft sieht so aus: 185 Credits, 240 Mineralien, 203 Nahrung, 48 Konsumgüter, 144 Legierung. Also meine Wirtschaft ist solide. Ich kann einiges tragen. Ich bin. Kann das auch tragen, wenn die Pilzkümmer ein bisschen mehr, ne? Und das Störche anrufen und so. Und das Geile ist, meine Flottenkapazität: ich habe 276 von 235. Ich bin im roten Bereich. Wenn das in grün ich ist. Ich habe 200. Geht's sogar noch. Ich habe 271 von 559. Boah, ich bin neidisch. Oh, das ist cool. Oh, ich will auch so eine Flottenkapazität haben. Und ich habe 19 Sternbasen. Ich habe 18. Ja, gut, das sieht dann, doch ganz geil aus. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Ja, genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.